Oh, wir haben hier einen Alligator gefunden. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt hier aufbruchsbereit, denn wir fahren heute noch nach Key West, ganz in den Süden. Und vielleicht auch morgen, heute. Wir werden es sehen. Auf alle Fälle verlassen wir jetzt hier Norden, Zentral und fahren in den Süden. Irgendwie. Ich muss mir das auf der Karte gleich mal angucken. Deswegen kommt jetzt wieder Autofahrt. Mehr oder weniger lange. Werden wir sehen. Viel Spaß! Jetzt haben wir es schon fast eine Woche ausgehalten und jetzt gibt es doch noch Fast Food. Jetzt hier mitten in den Everglades irgendwo in so einem Naturpark. Zumindest sagen sie so Natur, weil eigentlich ist es nicht wirklich Natur. Die haben hier Alligatoren. Big Man und Big Mama. Aber die sind hier in so ultra kleinen Gehegen. Guck mal an, was das für riesen Alligatoren sind hier. Gucken, ob man das vernünftig sieht. Die sind riesengroß. Das ist der größte, den sie haben. Und hier sein Weibchen dazu. Die sind hier in so kleinen Gehegen, obwohl da so wirklich kilometerweit nur Sumpf ist. Da habe ich letztens, kam der Vlog von Sebastian zum Thema Zoos in Argentinien, aber wenn wir mal ehrlich sind, auch hier in den USA ist es nicht wirklich besser. Auch hier drüben, Big Ben. Ich meine, guckt euch mal dieses Gehege an, das ist sein Gehege, dieses Wasserding. Das ist einfach viel, viel, viel zu klein eigentlich für so einen riesen Alligator. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir machen auf jeden Fall jetzt hier so eine Boottour. Mal sehen, was dabei so rumkommt. So, wir sind jetzt hier auf so einem Swap-Boat. Oh, wir haben hier einen Alligator gefunden. You cannot drink the water that's out here. The sawgrass actually filters the water through its roots. It does have a white stem that is edible. Now it tastes a little bit like celery. Now your body can live off it for about 2 to 3 days. And after that, your body will not have enough protein to survive out here. You definitely have to go hunting and fishing. Er meinte dienstags, das ist heute Dienstag, mögen Sie Leute mit schwarzen Klamotten. Ich frag weiß. Papa trägt schwarz. They grow about a foot a year for the first 5 years of their lives. After that, they'll slow down. They'll grow a few inches per year depending on their diet. Now, they are born with 81 teeth. They have one on the tip of their nose. It's called a neck tooth. Now, they do lose that one between 2 to 3 days, and they do have 40 on the top and 40 on the bottom. Freunde und herzlich willkommen hier in Key West. Ihr habt schon den ein oder anderen Eindruck vielleicht bekommen. Das hier ist der südlichste Punkt von Florida. Ich glaube sogar der südlichste der Vereinigten Staaten. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Hier sind es ungefähr 80 Meilen übers Meer und dann ist man in Kuba. Und hier ist ordentlich was los. Einerseits gibt es hier coole Street Art und andererseits gibt es hier Massentourismus. Wohin das Auge blickt. Aber es ist trotzdem schön hier.
Ja, und mit diesen Eindrücken beenden wir heute den heutigen Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst oder einen Daumen. Jetzt verfalle ich schon in das typische YouTuber-Gelaber, aber guckt euch das mal an. Allein für diese Aussicht und für dieses Abendrot, finde ich, habe ich das verdient. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und wer dachte, dass jetzt schon der Vlog vorbei ist, der hat falsch gedacht. Wir haben nämlich versucht, in Key West ein Motel oder ein Hotelzimmer zu bekommen. Aber unter 300 Dollar pro Nacht ging da gar nichts. Und deswegen sind wir Richtung Miami zurückgefahren. Es ist jetzt mitten in der Nacht und wir sind jetzt hier in so einem Motel angekommen. Es sieht hier 1:1 aus wie dieses Motel bei Hitman Absolution. Zieht euch das mal rein. So, natürlich ohne Autos. Da war so ein Innenhof. Aber dieses Motel sieht genau aus wie bei Hitman. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? So, und jetzt ist wirklich Schluss. Ha, und wer da jetzt dachte, dass es schon vorbei ist, der hat wieder nicht recht gehabt. Denn wir gucken uns jetzt den Raum an. Das ist die übelste Absteige hier. Okay, doch, das ist schon das. Okay. Wo macht man hier? Air Condition Switch? Man sieht wohl gar nichts, oder? Aber es gibt sogar einen Fernseher, auch wenn es ein alter Röhrenfernseher ist. Hier, dicht. Und? Boom. Ja, gut. Gute Nacht. Ha, und wer dachte, es ist schon wieder Schluss, der hat schon wieder falsch gedacht. Weil hier werden echt alle Klischees erfüllt. Wir wollten gerade an der Tanke noch eben was zu trinken kaufen. Dann kommt uns so eine ältere Dame entgegen und sagt erstmal, wir sollten uns um diese Uhrzeit, es ist jetzt 23:30 Uhr. Man sollte sich in dieser Gegend zu dieser Uhrzeit nicht mehr draußen aufhalten. Wir haben dann was gekauft und sind sofort wieder rein. Wir haben hier alles zugesperrt. Kaum waren wir wieder drin, beginnen die hier bei uns hinter meiner Wand hier so richtig loszulegen. So richtig, richtig. Hier wird echt jedes Klischee erfüllt, aber ich find's trotzdem wirklich geil. Das kommt so falsch. So, jetzt ist Schluss.